Hallo und ganz herzlich willkommen auf Niki Frohtagi. Heute tauschen wir zusammen einen alten Herd und ein defektes Kochfeld aus. Nicht irgendwas, sondern Cerantechnik gegen noch sparsamere Induktionstechnik hier vom Bauknecht. Alles ist natürlich dabei, die gesamte komplette Elektrik, alten Herd und Kochfeld abklemmen, neuen Herd und Induktionskochfeld wieder ran. Und das entweder mit umgangssprachlich Starkstrom, hier 380 bis 415 Volt, oder mit umgangssprachlich Lichtstrom, hier 220 bis 240 Volt. Das zeige ich euch alles hier ganz genau. Und bei der ganzen Sache ging natürlich mal wieder nicht alles glatt. Sogar der Kundendienstmonteur musste kommen, aber zum Schluss lief alles super perfekt. Zu den Einzelheiten, den gesamten Ablauf kommen wir jetzt. Auch nur ein bisschen Topfkunde ist dabei. Gutes Gelingen beim Nachmachen, bisschen Mut, bisschen Glück, aber vor allem habt viel Spaß dabei. Da stehen die beiden neuen Errungenschaften vom Bauknecht in meiner Werkstatt. Unten der Backofen, oben das separate Kochfeld mit Induktion. Links daneben ist noch ein anderes Projekt. Bestellt bei Amazon vor ein paar Wochen für insgesamt 615 Euro, jetzt aktuell schon knapp 650 Euro. Mit Pyrolyse, was das ist, erkläre ich nachher, bisschen über 712 Euro. Im Preis mit inbegriffen die Lieferung nach ein paar Tagen von Hermes bis zur Haustür, das hat super geklappt. Genaue Bezeichnung von den hier gezeigten Produkten, Werkzeugen, Zubehör, Pipapo und jenes, immer aktuelle Preise wie gewohnt in meiner Videobeschreibung. Jetzt sind wir auch schon in der Küche angelangt und ihr seht, der Backofen lässt sich auch einigermaßen bequem alleine tragen. Jetzt alles, was sich im alten Ofen befindet, rausnehmen und die beiden Schrauben an den beiden Seiten rausschrauben. Das waren hier ganz normale Kreuzschlitzschrauben und mehr ist das hier erstmal schon gar nicht. Jetzt zieht ihr den Ofen ganz behutsam aus dem Schrank und ihr seht, er wollte da auch raus. Dann könnt ihr an den Seiten schon in die Griffmulden reinfassen und den Ofen so weit rausziehen, bis die Kabel vom Kochfeld zum Ofen zum Vorschein kommen. Die beiden Stecker jetzt rausziehen, geht ein bisschen schwer, ruckelt da ein bisschen dran rum und dann gehen die ja schon irgendwann ab. Auf keinen Fall die Strippen durchschneiden, da ist noch Saft drauf. Den Ofen dann einfach rausziehen und unbedingt darauf achten, dass ihr dabei das Herdkabel nicht aus der Herdsteckdose rauszieht, also bloß nicht auf Spannung bringen. So sieht das dann aus, das Meisterwerk, ging schon mal ganz easy. Und nun könnt ihr mal mit einer Taschenlampe unter das Kochfeld gucken, ob da noch irgendwas zur Befestigung der Kochplatte angeschraubt ist. Eigentlich sollte da nichts sein und wenn, dann schraubt ihr das einfach ab. Solch ein Filetiermesser ist biegsam und eignet sich hervorragend zum Lösen des Kochfelds. Bisschen angeschärft noch und dann ran ans Werk. Ihr könnt es ja vorher ausprobieren, vielleicht ist das Kochfeld ja schon locker, aber in den meisten Fällen ist das im Laufe der Zeit regelrecht angegammelt. Das ist wohl ganz verschieden. Nach einer Weile lockert sich dann das Kochfeld und ihr könnt es dann ganz behutsam aus dem Arbeitsplattenausschnitt rausnehmen. Die Ränder dann von angesammelten Gammel befreien, unten dann noch alles wegfegen. Und auch das ist erledigt. Jetzt schalte ich das Herdlicht ein, dann zum Sicherungskasten, die drei Schalter der drei Phasen vom Herd wegschalten und wenn ihr irgendwie unsicher seid, dann unbedingt Hauptschalter aus. Dann den Deckel der Herdsteckdose abgeschraubt, das ist schon ein etwas älteres Modell, mit Aufbau der Küche entstanden, so circa 20 Jahre ist die wohl alt. So sieht es dann von innen aus, alles bisschen abenteuerlich, das Flatterding erst einmal ab. Und habe ganz vergessen zu zeigen, habe das natürlich vorher mit Phasenprüfer nochmal gecheckt, dass da wirklich kein Saft mehr drauf ist. Dann die Zugentlastung abgeschraubt und nun ist das alles schon ein bisschen besser zu sehen. Hier fällt natürlich gleich auf, dass das alles ein bisschen komisch geklemmt ist und hier möchte ich ausdrücklich darauf hinweisen, wenn ihr keine Fachleute seid, dann holt euch hier einen dazu. Das ist wichtig, das habe ich auch gemacht, habe mir Rat geholt und erst dann passierte das hier. Altes Bauernhaus, oben kommen auch nur 4 Aludrähte an. So war das hier eben nicht ungewöhnlich. Links die drei Phasen, ganz rechts blau-gelb die Erde. Null fehlt. Abgang unten, links wieder die drei Phasen, ganz rechts im Blau der Nullleiter, in der Mitte gelb-grün die Erdung. So ist das natürlich falsch, aber weil oben der Nullleiter fehlt, wurde oben die Erde gelb-grün als Nullleiter umfunktioniert. Und die Erdung unten gelb-grün wurde oben als Erdung fortgesetzt, hier als 3x1,5 Kabel in den Keller verlegt. Als Erdung. Abgesichert ist natürlich alles über FI-Schalter. Für solche Sachen holt euch hier einen Elektriker, das ist für euch und für alle anderen am sichersten. Wollt das hier aber trotzdem zeigen, weil das den einen oder anderen bestimmt sehr interessiert. Zum Schluss dann den Deckel erst einmal wieder rauf. Den alten Herd jetzt weg, danach dann habe ich erst einmal alles gründlich gesäubert. Einfach Fettreiniger aus dem Kaufland ist dafür bestens geeignet. Das trocknet jetzt alles ein bisschen und in der Zwischenzeit packe ich das neue Induktionskochfeld aus.
Alles ist sehr gut verpackt, alles heile und hier fällt aber gleich auf, dass dieses Feld separat elektrisch geklemmt werden muss. 5 Adern, insgesamt 4 davon als Pärchen, bestimmt schon wieder die nächste Herausforderung. Alle übrigen Papiere sind dabei, Klemmen, Dichtband, alles ganz normal. Der Backofen auch bestens verpackt, auch alles heile und hier sticht gleich ins Auge, dass dieser ganz normal über einen Schokostecker betrieben werden kann. Also alles ganz anders, als das früher einmal war. Papiere sind dabei, 2 Backbleche und ein Rost. Die Erklärungen, Aufbauanleitungen mehrsprachig, auch in Deutsch wie beim Kochfeld auch. Die beiden alten Klemmen habe ich ganz vergessen, die müssen auch noch ab, noch ein bisschen drüber gewischt und erledigt. Als nächstes dann versiegel ich diese Schnittkante mit Silikon. Das wurde von der Küchenbaufirma nicht gemacht. Ihr braucht das auch nicht unbedingt machen, aber es ist ein zusätzlicher Schutz gegen eindringende Feuchtigkeit, Gammeldreck und Co. Ist das erledigt, klebe ich das Dichtband noch zusätzlich neben die eigentliche Dichtung. Die Ecken habe ich ein wenig ausgelassen, weil ich ursprünglich die Kanten der ganzen Kochplatte noch extra mit Silikon abdichten wollte. Jetzt nicht mehr, dazu später mehr. Und auch die Klammern hätte ich mir wohl sparen können, was ich da noch nicht wusste. Die erfüllten ihren ursprünglichen Zweck nur äußerst kurzfristig. Aber ihr seht das hier schön, wie die richtig eingesetzt werden. Die sollten ein bisschen einklicken, dann sind die perfekt angebracht. Jetzt zum Stromanschluss für das Kochfeld. Im ersten Augenblick auch wieder etwas verwirrend, aber doch lösbar. Hier seht ihr die Kabel, die aus dem Kochfeld kommen. Schwarz und braun zusammengeklemmt, dann ist grau und blau zusammengeklemmt. Und hier nicht täuschen lassen, über das graue Kabel ist ein blauer Kabelschutz drüber gezogen. Dient also nur als blau, also N wie 0. Und dann noch die Erde in grün-gelb. Oben ist das als Anschlussplan dargestellt. Links die beiden äußeren Abbildungen für Starkstrom. 380 bis 415 Volt und rechts die übrigen 4 Abbildungen für Lichtstrom, Landstrom für 220, 240 Volt. Auf dem Zuführkabel ist das mit so einer Art Aufkleber auch nochmal schön dargestellt. Die Lichtstrom-Variante auf der einen Seite und die Starkstrom-Variante auf der anderen Seite. Soweit so gut. Wer von euch jetzt zu Hause nur über Lichtstrom 220, 240 Volt verfügt, oder diese Variante beibehalten möchte, kann das Kabel so lassen und es einfach so an die Herzsteckdose anschließen, wie auf der oberen zweiten Abbildung und auf der unteren zweiten Abbildung von euch aus links zu sehen ist. Bei diesen Varianten nur mit Lichtstrom muss ich aber dazu sagen, dass die maximale Leistung des Kochfelds so nicht erreicht wird. Das ist nur mit Kraftstrom möglich. Die Leistungsstufen könnt ihr später über eine Tastenkombination am Bedienfeld einstellen und speichern. Alle 4 Leistungsstufen und auch sämtliche Funktionen stehen bei Anschluss mit Starkstrom 380 bis 415 Volt gleich automatisch zur Verfügung und das wollen ja wohl die meisten von euch. Dafür muss das Anschlusskabel aber verändert werden, wie auf den beiden Starkstromplänen links oben und links unten zu sehen ist. R und S, also braunes und schwarzes Kabel, gehen jeweils separat an L1 und L2, sind original zusammen, also hilft da nur, beide voneinander trennen. Dann am besten mit solch einer schönen Abisolierzange vorne das Kabel von seiner schützenden Hülle befreien. Und weil dieses Kabel aus vielen einzelnen Drähten, also einer Litze besteht, braucht es noch eine passende Ader-Endhülse, sogar noch in passender Farbe, die dann mit solch einer Kabelschuhzange fest mit der Litze gepresst verbunden wird. Und so sieht das dann aus. Das Kochfeld jetzt schön behutsam in den Ausschnitt manövrieren und wenn ihr merkt, dass ihr an den Klammern angekommen seid, etwas fester drücken von allen Seiten, so lange bis das Kochfeld jetzt in Induktion fest aufliegt. Und das sieht doch schon richtig gut aus. Jetzt wieder die Herzsicherung raus oder auch Hauptschalter raus. Und rein in die Enge. Immer wieder schön, ein schönes Erlebnis. Mit bisschen Licht für euch zusätzlich und Kamera noch dazu ist das richtig kuschelig. Jetzt die einzelnen Phasen wieder ordentlich anschließen. Braun und schwarz zu braun und schwarz oder zu L1 und L2 und immer auf festen Sitz achten. Dann im besten Fall blau zu blau, grün-gelb zu grün-gelb. Aber ich habe es ja vorhin erklärt, hier in diesem alten Haus geht grün-gelb unten mittig zur neu geschaffenen Erdung. Und weil die Originalerde von oben als hier blau 0 umfunktioniert wurde, geht hier unten blau auf oben grün-gelb, was dann den Nullleiter darstellt. Ja, so ist das nun mal noch in vielen alten Häusern, viele Generationen, viele neue verschiedene Vorschriften im Laufe der Zeit, viele verschiedene Handwerker, immer wieder wurde was erneuert, viele Kilometer Kabel aus verschiedenen Zeiten sind hier verlegt, das kostet auch alles einen Haufen Schotter. Aber die Hauptsache ist, dass alles vernünftig hinhaut und natürlich alles sicher ist. Und das ist es hier. So, alles ist angeschlossen und nun Sicherung oder auch Hauptschalter wieder rein.
Das Kochfeld piepte beim Anstellen, alles schien okay zu sein, nur bei der hinteren rechten Platte stimmte was nicht. Hier kam Fehlercode FOEC und auch nach Reset blieb das so. Bauknecht Kundendienst angerufen und schon nach 2 Tagen kam der sehr freundliche Kundendienst. Ein Stecker war nicht perfekt gesteckt, ruckzuck Problem gelöst, das war's, ich war happy. In der Zwischenzeit baue ich mir selbst eine Kabelverlängerung für den Herd, weil ich eine normale Verlängerungsschnur mit Stecker und Steckdose nicht hinter die Schränke bekomme. Dafür ist da zu wenig Platz, um den Abstand von Spüle vorbei an Spülmaschine zu überbrücken. Ihr könnt natürlich unten auch die Zierblende abbauen und dann eine ganz normale Verlängerung verlegen, aber ich persönlich bevorzuge diese Variante aus ganz verschiedenen Gründen. Kabel 3x15 hatte ich noch und aufschraubbare Stecker und Steckdose kaufte ich im Baumarkt. Nicht die ganz einfachen, billigen, hier sollte schon gute Qualität verwendet werden. Stecker war nun dran und nun popelte ich das andere Ende Richtung Herdschrank. Ein kleines Stück Kupferdraht war die Angel zum Einfangen, das hat auch gleich geklappt. Dann die Steckdose rangebaut und fertig ist die selbstverlegte Verlängerung. Jetzt diese braune Metallschiene anbauen und die kommt nicht etwa oben unterhalb der Arbeitsplatte dran, sondern unterhalb der Tür als, sagen wir mal, Little-Auffangschale für Flüssigkeiten, die beim Öffnen der Herdtür runtertropfen können. Metallschiene bündig unten anlegen, dann habe ich mit einem Edding die Löcher angezeichnet, danach ganz professionell die Löcher mit kleinem Kreuzschraubenzieher angekörnt und die Schiene festgeschraubt. Wieder abgeschraubt, weil diese Unterlagen da noch drunter kommen. Ich dachte, das sind Distanzvorlagen für die Herdbefestigung, aber Pustekuchen. Unterlagen sind nun drunter, Schiene wieder rauf und nun erst festgeschraubt. Final dann per Hand wegen Überdrehen der Schrauben, das hat sich so bewährt. Klebestreifen oben ab, Herd rangeschoben, mit Verlängerungsschnur verbinden, die Steckerverbindung hinten verstecken und Herd mit Hilfe der Griffmulden in den Ausschnitt reinschieben. Macht das behutsam, nicht mit Gewalt, und wenn der Herd richtig drin steht, dann guckt ihr, ob das links, rechts, oben, unten alles schön bündig ist. Wird in den allerwenigsten Fällen ganz exakt so sein, müsst ihr sehen, wie es bei euch aussieht. Ich habe dann den eigentlichen Herdschrank von den anderen Sachen abgeschraubt, hier noch 1-2 mm ausgeglichen, noch dies und das und jenes, aber es ist auch wie beim Einbauen Geschirrspüler, habe ich ja auch schon in 2 Videos gezeigt, so, dass es sehr schwierig ist, hier eine 1000-prozentige Übereinstimmung zu erreichen. Man schafft es mit viel Geduld, viel Fantasie und vor allem mit viel, viel Zeit. Aber irgendwann ist dann auch bei mir eine gewisse Schmerzgrenze erreicht. Gehe auch hier ein paar kleine Kompromisse ein, schnapp mir die beiden mitgelieferten Schrauben, festgeschraubt den Herd und aus die Maus. Jetzt die 4 Ausschübe entfernen, weil da so Folienschutzaufkleber dran sind. Die sind nur eingeklickt, ganz einfach von unten nach oben so ein bisschen wegdrehen und dann schnappt das Teil auch schon aus. Vorne dann gleich den Aufkleber mit entfernen und dann, ich mache das hier auf dem Tisch, die vielen Schutzfolien entfernen und keine dabei vergessen, kommt später nur ein komisches Aroma zustande. Dann die Ausschübe ganz nach Bedarf wieder einklicken, jetzt von oben nach unten so eindrehen, die Abstände vorne nach hinten sind vorgegeben. Und ich persönlich belasse es bei einer Ausschubebene, weil ich eigentlich nur den Gitterrost benötige. Und wenn hier mal eine andere Person Küchenchef spielen möchte, dann sind die restlichen Ausschübe und die 2 Backbleche gleich unter dem Herd zu finden. Sieht aber irgendwie nicht danach aus. Unten ist dann noch eine Mulde im Boden eingelassen für etwas Wasser, was verdampfen kann. Für Fisch bestimmt ganz gut geeignet. Jetzt muss beim Herd zuallererst die Uhr eingestellt werden, sonst würde das gar nicht laufen. Erst die Stunden mit Plus- oder Minustasten einstellen. Ist das fertig, mit dem U-Symbol bestätigen und gleich danach könnt ihr genauso die Sekunden einstellen und wieder mit dem U-Symbol bestätigen. Den Programmschalter links dann rausklicken, euer Programm wählen und mit dem Schalter rechts ganz einfach die gewünschte Temperatur einstellen. Auf der Türinnenseite findet ihr dazu auch noch ganz passende Programmvorschläge. Alles sehr einfach gemacht, so mag ich das. Die Töpfe für Induktion müssen zumindest an der Unterseite magnetisch sein und das Spulenzeichen für Induktion vorhanden sein. Das mittlere Zeichen für Induktion, so sieht das aus. Schön lässt sich das mit einem Magneten testen, hier am Ladekabel für meine Taschenlampe vorhanden. Und lasst euch da nicht täuschen, wenn der Topf oder Pfannenboden magnetisch ist, dann funktionieren die auch mit Induktion. Die Wände von Topf oder Pfanne müssen nicht unbedingt magnetisch sein. Wenn nicht magnetisch, zeigt dies aber auch das Kochfeld an, die Küche bleibt kalt. Das Kochfeld einschalten mit Extra-Taster ganz links. Dann irgendein Kochfeld anwählen, gewünschte Heizstufe einstellen und wenn da kein Topf draufsteht oder nicht induktionsgeeignet ist, kommt dieses Symbol hier und mehr passiert dann auch nicht, alles bleibt aus und kalt. Links unten ist der Topf mit Wasser jetzt drauf und stelle den mal auf die höchste Stufe von 10. Ist aber dann nicht die 10, sondern P wie Power oder volle Pulle, kann man sich auch so merken.
Was ist Pyrolyse? Wollte ich noch kurz erklären, was hier so gute 50 Euro teurer wäre. Das ist einfach ein Programm zur Reinigung vom Backofen. Dieser wird hier mit 475 Grad innen erhitzt, verriegelt sich dabei, die schnelle Stufe für leichte Verschmutzungen oder ein Intensivmodus, der 2 Stunden dauert. Eingebrannter Dreck und so weiter wird dabei verbrannt, wird zu Asche und kann später feucht weggewischt werden. Ich brauche das nicht, kostet nur unnötig viel Energie, wischen muss ich dann auch noch, nichts für mich, aber jeder, wie er gerne möchte. Nach sehr kurzer Zeit kocht das Wasser und es war eisig kaltes. Das ist schon sehr erstaunlich, wie schnell das gegenüber Ceran und so weiter geht. Beim Runterregeln der Heizstufen die nächste Überraschung. Hier kocht das auch nicht unnötig nach, wie bei den herkömmlichen Kochfeldern. Im Nu ist die gewünschte Temperatur erreicht. Überkochen wird so viel seltener. Am Rand wird es auch nicht unnötig warm. Ich bin sehr zufrieden mit dieser Koch- und Bratkombi von Bauknecht. Das war's, Freunde. Wenn ihr mit dem Video auch zufrieden seid, dann lasst einen Daumen da. Teilt das Video aber gerecht. Schreibt was Sinnvolles in die Kommentare. Stöbert in der Videobeschreibung meiner Bibliothek bisschen rum. Und wenn auch nicht, dann lasst bitte ein Abo da. Benachrichtigungsglocke aktivieren. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Bis dahin, macht's gut, bye bye, tschüss und ciao.